Am 22. September ist Bundestagswahl und man rechnet mit der niedrigsten Wahlbeteiligung seit der Wende. Das finde ich scheiße und deswegen möchte ich, dass du am 22. September deinen hübschen Arsch vom Sofa erhebst und in ein Wahllokal mit deiner Wahl marschierst. Viele Menschen glauben, dass wenn sie nicht zur Wahl gehen, sie die Wahl boykottieren. Das ist aber nicht der Fall. Stattdessen stimmt man den etablierten Parteien zu. Man wählt wahrscheinlich dann auch noch radikale Kleinparteien wie die NPD rein. Und das will nun wirklich niemand. Deswegen ist die Entscheidung, nicht zur Wahl zu gehen, auch kein Boykott der Wahl. Es ist vielmehr Zustimmung. In anderen Ländern auf dieser Welt sterben immer noch Menschen, weil sie sich für ein Wahlrecht einsetzen. Und hierzulande gehen nur noch 50% der Menschen zur Wahl. Das ist nicht in Ordnung. Ich möchte, dass du an einem Tag von 365 Tagen im Jahr 2 Kreuze auf einem Zettel machst. Das ist wirklich nicht zu viel verlangt. An den anderen 364 Tagen kannst du gerne Partys feiern und Drogen nehmen, aber an diesem einen Tag möchte ich, dass du in dein Wahllokal marschierst. Also krieg bitte deinen Arsch hoch und geh wählen.